Und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. Als ich hier gerade total depressiv die Arena verlassen wollte, weil ich es nicht geschafft habe. Nee, Leute, echt jetzt, ich gehe noch ein paar Level machen und dann mache ich die Arena normal und dann sehen wir das. Habe ich hier im Übrigen die grüne Trio-Technik entdeckt. Deswegen mache ich die, aktiviere ich die mal kurz. Was machen die denn da? Mit Ruhe erhalten, weil die aufeinander auf den Schultern gesprungen sind. Ja. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt erstmal in die nächste Welt. Ich werde da sicherlich noch ein oder zwei Level machen. Ich habe, wie gesagt, meinen Speicherstand geladen. Und theoretisch könnte ich mich zum Monstro warpen. Ich werde mich nach Agrabah warpen. Eigentlich möchte ich das jetzt schon schaffen, aber noch ein paar damit verschwenden tue ich nicht. Ich weiß nicht. Ich muss gucken. Ich mache jetzt erstmal die nächste Welt und danach mache ich die blöde Arena, weil das nervt mich. Ich schreibe mir das auch kurz auf. Habe ich jetzt vergessen. So, ging recht schnell. Habe ich jetzt auch nur so dahingeschmiert. Aber egal. Ich möchte auf jeden Fall diese blöde Arena machen, weil ich weiß, was man da bekommt. Das ist was sehr Schönes. Aber momentan nervt mich das halt, dass die so nah aufeinander hocken. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Jetzt geht das schon wieder los. Da bin ich ja auch nicht viel besser. Toll, erstmal gleich getroffen. Ich weiche aus. Ich weiche aus. Naja, ausweichen. Oh, das war knapp. Das Wurmloch muss ich ausweichen, weil ich ja schon hier bin. Ich weiß gerade nicht mal, welche Welt das eigentlich ist. Ich glaube... Ach, wir lassen uns überraschen. Ich spoiler da jetzt nicht. Ich, na okay, dadurch, dass es ein HD-Remake ist, nehme ich mal an, dass viele das schon kennen werden. Aber für die, falls es wirklich irgend so einen Verrückten gibt, der mich Unbekannten guckt und dieses Spiel nicht kennt, für den werde ich die Welt jetzt nicht spoilern. Weil sonst, egal ob ich, ob ich die Welt richtig sage oder nicht, ich werde mindestens zwei Welten sagen. Wenn ich die zwei Welten sage, dann hat das nichts Gutes zu bedeuten. Da habe ich auf jeden Fall schon mal noch eine kommende Welt gespoilert. Und ich werde schon wieder sterben. Ich möchte nicht sterben. Bitte lass da hinten die Welt sein. Lass die Welt jetzt bitte auftauchen. Oh Mann, ey. Warum hasst ihr mich so? Ich werde... Ich weiß, was ich im nächsten Part machen werde. Im nächsten Part gehe ich zu Sid und baue mir irgendwas aus meinem Gummischiff. Und wenn ich da einfach nur ein paar Steine dazu ranklatsche, dass das Ding... praktisch mehr Lebensenergie hat. Ui, das war knapp. Oh, endlich ist es vorbei. Weil ich konnte diese Piepen nicht mehr hören. Und habe mich so bei den Ringen konzentriert, dass ich da nicht getroffen werde. Der hat mir gerade ein halbes Lebensenergie abgezogen. Weil mit X hätte ich dann noch so schnell abbremsen können, dann wieder nach vorne. So hätte ich das eventuell besser ausweichen können. Was? Monster ist verschwunden, wir sollten schnell weiterfliegen. Ja, ach nee. Das ist schön. Deswegen musste ich dich unterbrechen. Ich dachte, jetzt kommt Monster schon wieder. Schild. Oh, da sind Gegner, die habe ich gerade total übersehen. Versucht die mal auszuweichen, weil, wie ihr seht, mit einer Kanone ist das sehr schwer, die zu besiegen. Ich brauche unbedingt also eine neue Kanone. Am besten eine Laserkanone. Was brauche ich noch? Lebensenergie. Das kostet auch alles wieder so viel Geld. Lebensenergie ist okay. Die habe ich hier wahrscheinlich durch die komischen Kristalle, die ich da immer sammle, massig. Aber jetzt wirklich... Kanonen bekommt man, glaube ich, gar nicht dadurch, wenn ich hier lang gehe. Und was haben wir da?
Ich möchte ehrlich sein, das ist nicht die Welt, die ich haben wollte. Atlantica. Wer kennt Atlantica nicht? Ich werde zum Landeanflug ansetzen. Seid ihr bereit? Landen? Ich sehe überall nur Wasser. Wir werden ertrinken. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Donald, der Zauberer. Ja, dann mach. Laber nicht so viel. Das ist eine sehr, sehr doofe Welt. Also ich... Was heißt doof? Ich finde die ganz okay, nur... Gibt halt bessere. Sag ich ehrlich. In Kingdom Hearts 2 gefällt mir die Atlantica-Welt sogar viel besser. Und Sora sieht irgendwie der als einziges akzeptabel aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Sebastian, they don't look like one of them. Right, Flounder? I don't know. There's something weird about them. what do you mean? They do seem a little different. Where are you from? We're from kind of far away. And we're not really used to these waters. No, I see. In that case, Sebastian can show you how we swim around here. Ariel! King Triton would not like this! Oh, don't worry. Du hast gleich drehen. Okay, jetzt lernt ihr richtig zu schwimmen. Schwimmen mit dem linken Stick, tauchen mit Kreis auf und mit Viereck ab. Lass sie die Taste los, um wieder normal weiter zu schwimmen. Fabius wird euch zeigen. Versucht ihn zu fangen. Also los geht's. Ja. Also, das ist eigentlich gar nicht. Ups, ich verwechsel nur öfter mal gerne die Kreistasten. Wenn man den anvisiert, wird es sogar noch leichter. Nee, dich nicht. Sondern braucht man nämlich eigentlich nur nach vorne drücken. Weil dann schwimmt Sora an sich automatisch auf Kollege Fabius zu. Wo ist er jetzt? Das ist, glaube ich, Sebastian. Nee, das war Fabius. Na los, komm. So ja nicht. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ach, da ist er ja. Ach, jetzt haut er schon wieder. Ui, und ich hab dich. Tja. Fischstäbchen gibt's jetzt mal am Ort. Hurra! Good job! Now let's move on to self-defense! Sebastian! Yeah? Class is over! Good luck! Tja, da kommen auch hier die Herzlosen vor. Aber das soll uns nicht weiter stören. Auf jeden Fall. Ja, das war's. Mich nervt das immer noch, dass ich die blöde Arena nicht geschafft habe. Dass ich immer so schnell aufgebe, wenn ich ein paar Mal verliere, dass ich dann direkt immer aufgebe. Das nervt mich jetzt total. Ja, komm her. Wow, gut gemacht. Wow. Yeah, jetzt habe ich sie befreit und da haben wir auch einen Speicherpunkt jetzt. Das ist doch mal was sehr Schönes. Diese Kreaturen haben uns verfolgt. Oh nein, diese Monster wollen vielleicht auch zum Palast. Wir sind immer sofort zurückschwimmen. Wenn wir noch mehr von denen begegnen,
Tut mir leid, aber wir brauchen eure Hilfe. Bitte kommt mit zum Palast. Die drei Zackzeichen an den Wänden weisen den Weg. Sollen wir ihnen folgen, verirren wir uns nicht. Okay, los geht's. Ne. Mein Team bleibt so. Wie gesagt, ich verwechsel immer Kreis und... Also auf und ab, Kreis und Viereck verwechsel ich natürlich nicht. Weil das eine hat Ecken, das andere ist rund. Schon logisch und so. Aber hier beim Drücken halt, was hoch und runter ist. So. Eine kleine Eselsbrücke wäre vielleicht, Springen ist ja auch auf Kreis. So geht's dann halt auch hoch. Tritons unter Wasserreich, Atlantica, hurra! Wenn ich die Welt hinter mir hab, dann gibt's sind so ziemlich alle doofen Welten vorbei, denke ich. Ja, natürlich, hier gibt's ordentlich viele Herzlose. Die geben aber auch ganz nett HP, oder? Also 8 finde ich jetzt schon okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel wir pro Level brauchen. Ey. Mega-Ether halten. Na okay, dann müssen wir erst die Gegner besiegen, um die Muscheln aufzumachen. Ja, was ist denn mit der Muschelphase? Okay. Und das alles nur für ein Mithril-Erz. Naja. So, warte. Wir sollten den Dreizack folgen, die hier irgendwie an der Wand dran sind. Da lang. Dann ist auch noch eine Muschel, die möchte ich auch noch gern untersuchen. Super Sora. Ach, klasse. Wo sind jetzt diese blöden Gegner hergekommen, dass die meine Tour wieder zugemacht haben? Ganz ehrlich, ich bin ein Gegner. Ja, du bekommst sie bestimmt geöffnet mit einem Hieb, wenn du sie triffst. Elixier. Na, man bekommt hier schon viele nützliche Gegenstände, würde ich. Hier schon wieder. Aber ich finde den Zwischenboss, den es hier gibt, den finde ich super toll. Na, was heißt super toll? Ich finde ihn lustig. Ist mal eine nette Abwechslung zu dem, was uns in letzter Zeit passiert ist. Aber ich habe mal von einem Let's Player gehört, dass der hat zu Zelda gesagt, alle Zelda-Wasserlevel sind so ziemlich beschissen. Ich teile diese Meinung vollkommen, doch leider finde ich die Wasserwelten hier... Nee, ohne Mist, die sind schön und gut, aber... Das Schwimmen nervt schon ein bisschen. Die wollten hier vielleicht ein bisschen Alternative und so einbauen, aber... Naja. Lassen wir das mal so stehen mit der Alternative. So, wie kommen wir jetzt zu Triton? Da lang. Da ist Triton. Und schon wieder Gegner. Sogar die nervigen Geister sind hier. Na. Wisst ihr, wie nervig das ist, wenn man die nicht trifft? Und die dann auf einmal einfach so auftauchen und einen treffen. So, wo ist jetzt... Wer hat denn gesagt, dass ich nach oben möchte? Ich glaube, das war dieser große leuchtende Teil da in der Mitte. Kommt hier noch was? Nein. Eigentlich töte ich die Gegner, also diese Geister, nur wegen den Items. Oh. Hier muss man erkennen, was die machen. Mal gucken. Ich glaube...
stoppen. Donald zeigt sich die alle ein. Und was willst du? Du willst auch stoppen. Ich hab vergessen, was Tanzen ist. Schlechter Ero? Nee. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, dass ich gerade so schweige. Echt kein Plan, was ich bei den Großen machen soll. Da muss ich nochmal nachforschen. Na los, nimm das schon mit. Hütte, schon wieder eine Hütte. Was soll ich denn immer mit Hütten? Ich glaube, ich habe noch nie, als ich Kingdom Hearts gespielt habe, jemals in meinem Leben eine Hütte benutzt. Oder halt so ein Schutzengel oder so, weil ich gar nicht weiß, was ich damit soll. Oh, wisst ihr was? Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. Das ist super, wa? Da ist... Ich schwimme mich jetzt einfach hin. Ich muss da eh nochmal hin, da kann ich das auch in Ruhe untersuchen. Was bist du denn? Noch ein neuer Gegner. Oh, ich wette, die Muschel muss ich mit Blitz öffnen. Und natürlich habe ich jetzt vergessen, dass ich Gravitas und nicht mehr Blitz da habe. Und mit Trüherz, das ist wenigstens etwas. Hey, wo kommt ihr denn her? Moment. Hier ist sogar eine Trio-Technik. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr. Okay. Wir gehen jetzt einfach... Die hier hauen. Ich glaube, die haben auch ein wichtiges Objekt, was ich später brauche. Wenn die nicht sogar eine Waffe für Donald haben. Und die geben 15 XP, das ist schon mal... Donnerquarz, seht ihr doch, du zeig, freut doch. An mir glaubt ja nie jemand was. Ach komm, tschüss. Hier mich noch weiter mit dir rumzustreiten. Das ist nervig. So, wir sind jetzt schon wieder bei 18 Minuten. Und jetzt kommt noch eine Videosequenz. That was too close. As long as I have my trident, I will not tolerate those creatures inside this palace. Daddy? Oh, Ariel, when will you listen? It's dangerous out there. Strange creatures lurk outside. Behold, you swim before the ruler of the seas, His Majesty King Triton. And who are they? They helped us fight off those creatures. They don't look familiar. We're from an ocean very far away. Yup, we came to find the keyhole. The what? What's that? Well, it's a... There's no such thing, certainly not here. But Daddy... Ariel, not another word. You are not to leave the palace. Is that clear? Jetzt hauen die alle ab und alle... Oh, Entschuldigung. Perhaps I'm being too strict. I'm just concerned for her safety. Our
have. Of course, Your Majesty. But I must admit, now I'm quite curious about this keyhole. That need not concern you, Sebastian. Have you anything to report? Just as you suspected, Your Majesty. They seem to be coming from Ursula's grotto. I knew it. That sea witch is up to no good again. A sea exile from the palace has taught her nothing. Yes, she poses serious danger. And I told you to keep Ariel away from such danger, did I not? Your Majesty, please, I... Ja. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu Tritons Gemach. Wir haben es jetzt... Ne, wir haben sind schon bei 21 Minuten. Tut mir leid, Leute. Hier gab es, glaube ich, irgendwo einen Speicherpunkt. Ich hoffe es. Sage ich ja. Komm, Goofy, hau ab. Ich speichere jetzt hier ab und beende erstmal den Part. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass auch das nächste Mal wieder vorbeischaut. Bis dahin.